Am späten Donnerstagabend ist in der Wilhelmstraße in Halstenbek eine Lagerhalle in Brand geraten. Auch die nebenan verlaufende Linie der S3 in Richtung Hamburg war betroffen. 1,2 Millionen Euro Schaden, so die erste Schätzung der Polizei Bad Segeberg. Der Großbrand hat deutliche Spuren hinterlassen. In der Nacht zuvor bricht in der 1000 Quadratmeter großen Lagerhalle ein Feuer aus. Als die Einsatzkräfte eintreffen, steht das Gebäude bereits im Vollbrand. Gebrannt hat eine Halle mit verschiedenen Lager, wo verschiedene Dinge drin gelagert worden sind. Unter anderem auch Feuerwerkskörper, das heißt, wir haben zu Anfang hier relativ viel Zerknall gehabt, auch einige bunte Sachen dabei. Zum Glück ohne extreme Gefährdung der Einsatzkräfte. Ein Übergreifen der Flammen auf eine anliegende zweite Lagerhalle konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Die Linie S3, deren Strecke nah an der brennenden Lagerhalle vorbeiführt, musste in der Nacht unterbrochen werden. Wir haben ja eine sehr starke Rauchentwicklung natürlich gehabt. Der hat auch zu Behinderungen im Bahnbetrieb geführt. Wir haben deshalb vorsichtshalber diesen Streckenabschnitt sperren lassen. Wir haben außerdem wegen der Rauchentwicklung eine Rundfunkwarnung veranlasst und eine Warnung über die gängigen Warn-Apps wie Nina oder Katwarn, dass also hier in der Umgebung die Fenster und Türen geschlossen bleiben. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können.